Lieber Dieter, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast. Genau, wir wollen heute nochmal Zeit nutzen, um Putins Rede, die letzte Rede bezüglich der Annexion der Gebiete der Ostukraine, ja, zu analysieren, beziehungsweise in einen ja, theoretischen Kontext zu stellen und genau. Dieter, es heißt ja von vielen Seiten, die Rede sei historisch gewesen. Woran würdest du das persönlich festmachen oder wie bewertest du das? Also, wir wollen ja auch mit Andreas Wehr und Sabine Kebier in den nächsten Tagen noch ein Gespräch darüber führen, was Domenico Losurdo in seinem Buch über den globalen Süden herausgestrichen hat, dass Russland im globalen Süden, also im ärmeren Teil der Welt, eine jetzt doch sehr dominierende Rolle einnimmt, mit dem Krieg, aber auch mit der Rede. Die Rede unterstreicht im Grunde genommen einen erheblichen Mitgestaltungsanspruch in einer antiimperialistischen Front gegen den US-Imperialismus. Das sammelt sie viele Teile ein, die bislang, sagen wir mal, in einem engstirnigeren linken Friedenssinne noch nicht eingesammelt waren. Ja, der US-Imperialismus nimmt ja, so habe ich das zumindest wahrgenommen, einen sehr, sehr großen oder vielleicht sogar den größten Teil seiner Rede ein. Also er verwendet ja auch den Begriff Kolonialismus vor allem, aber da es ja um monopolistische Beherrschung geht, vor allem kann man ja eigentlich auch nur Imperialismus sagen, als höhere Stufe quasi. Ich frage mich halt auch, warum die deutsche Linke nicht bereit ist, diese Ausführungen zu analysieren, weil ich in der Rede auch dachte, okay, es gibt irgendwie einen Teil, der beschäftigt sich mit der Analyse des US-Imperialismus und es gibt den zweiten Teil, der, den man vielleicht tatsächlich irgendwie als Propaganda bezeichnen sollte, Stichwort oder könnte, Stichwort Satanismus des Westens oder Perversion des Westens. Warum unterscheidet man da nicht? Oder warum ist man dazu nicht bereit? Das hat zwei Ursachen. Einmal, dass in der traditionellen deutschen Linken der Unterschied zwischen US-Imperialismus und russischer Imperialmacht nicht qualitativ gezogen wird, bestenfalls graduell. Lenins Imperialismustheorie, auf die ich empfehle, auch in diesen Tagen zurückzukommen, hat ja den Imperialismus nicht nur in seinem kolonialistischen Zug, also Landgewinn, gewürdigt, sondern eben auch schon die Tür aufgemacht für eine Definition des Imperialismus als Freihandelsimperialismus, der nicht mehr an Staatengrenzen klebt, sondern sich Staatengrenzen zu entledigen versucht. Dass hier also Amazon und andere Konzerne, US-Konzerne, einen viel aggressiveren Typus des Imperialismus vertreten als etwa russische Oligarchen, ist in der deutschen Linken in der Weise noch nicht durchgedrungen. Da wird vielleicht graduell ein Unterschied gezogen, so wie ein Unterschied gezogen wird zwischen den 65 Milliarden Dollar, die Russland in die Rüstung steckt, und den 940 Milliarden Dollar, die die NATO in die Rüstung steckt. Das wird dann graduell gesehen, aber es wird nicht wirklich qualitativ der US-Imperialismus als Hauptfeind gefasst. Zweitens gibt es hier das Totschlagargument der Querfront, was ich empfehle, theoretisch frontal anzugehen, nicht zu versuchen, darunter oder daneben hinwegzutauchen. Das ist zum Beispiel in Frankreich bei den Protesten für die Rentenerhöhungen nicht in diesem Maße durchschlagfähig wie in Deutschland. Frankreich hatte einen mehr oder weniger importierten Faschismus, der verwurzelte zwar in Frankreich, aber der italienische Faschismus hat in Deutschland Platz gegriffen, nachdem er 21 in Italien siegreich war, aber in Frankreich in der Weise nicht. Das liegt auch ein wenig daran, dass es eine Grundimprägnierung
freiheitlicher und demokratischer Art in Frankreich gibt. Denn wie der große Philosoph Ernst Bloch sagte, die Franzosen haben den Kopf eines Königs rollen gesehen. Das hat sie ein wenig imprägniert gegen autoritäre und diktatorische Maßnahmen. Sie haben sich ja des Absolutismus von Ludwig dem 16. selber befreit. Das ist eine geglückte Revolution, die ihres Ausmaßes unvergleichlich ist. Deswegen ist in Frankreich auch die Rechte nicht ein solches Totschlagargument. Als versucht wurde, den Anteil von Le Pen an den Gelbwesten-Protesten als Totschlagargument zu nutzen, nach dem Motto, bleibt zu Hause, geht da nicht mit, da ist Le Pen auch dabei, oder Front National, wirkte das nicht. Und Le Pen wurde auch zurückgedrängt in den Gelbwesten. Das ist in Deutschland beides nicht geschehen. Aber man muss sich auch loslösen von diesem Totschlagargument der Querfront. Weil es kann durchaus sein, dass Sahra Wagenknecht oder ich oder, also ich will mich jetzt nicht auf eine Ebene stellen, viele ihrer Freundinnen und Freunde einen Satz sagen, den man schon aus einem AfD-Mund an einem Bundestagsmikro gehört hat. Das ist der alte Trick von rechts, immer rote Proteste auf ihre braunen Flammen oder andersrum eine braune Suppe auf unseren roten Flammen zu kochen. Also die Das kann Nazis. man ja auch nachlesen, also auch in einem Aufsatz von Höcke, den ich mal analysiert oder mir angeschaut habe, steht ja ganz konkret, wir müssen die Grenzen zwischen rechts und links verwischen, weil das eben genau diese Strategie von rechts ist oder weil es häufig eine Strategie von rechts ist. Und dass die Ampel da mitmacht oder das so aufnimmt, das finde ich ja gar nicht verwunderlich. Aber ich erschrecke mich immer wieder, wie die Partei Die Linke das irgendwie mitträgt oder darauf reinfällt, wenn man so will. Naja, das bei Höcke, wenn er das sagt, ist er ein wahrer Kernbein. Der Faschismus, den Höcke in dem Satz drin hat, Mahnmal der Schande. Das ist eine Konnotierung, die ins Rechtsextreme hineinragt. Deswegen habe ich auch damals Strafanzeige gegen ihn erstattet. Ist dennoch ein anderer Faschismus als der Freihandelsfaschismus von Jeff Bezos. Der letztere ist viel gefährlicher. Deswegen ist auch jetzt ein neuer Faschismusbegriff zu entwickeln, der viel mehr auf den Freihandelsimperialismus und Faschismus zielt, der keine gewerkschaftlichen Rechte in seinen Konzernen zulässt, der keine Tarifverträge zulässt, sondern versucht, die organisierte Arbeiterbewegung zu zerstören. Das ist der Kern des Faschismus. Der Kern des Faschismus ist nicht sein deutscher Antisemitismus. Den hatten die Italiener nicht in dem Ausmaße, weiß Gott nicht in dem Ausmaße. Der argentinische Faschismus, der chilenische Faschismus war ganz anders. Aber im Kern haben alle Faschismen der Welt immer die Arbeit, die organisierte Arbeiterbewegung zerschlagen. Es braucht einen neuen Begriff. Und in diesem Begriff hat seine Aussage von Mahnmal der Schande, abgesehen davon, dass ich diese Berliner Auschwitz-Gedenksteine etwas geschmacklos finde. Aber es ist nicht ein Mahnmal der Schande, sondern es ist auch nicht ein Mahnmal der nationalen Schande, sondern es ist der Hinweis darauf, dass auch das deutsche Großkapital an der Vernichtung von Juden richtig in Gold und Geld profitiert hat. Und das nach vorne zu rücken, die ökonomischen Interessen des Faschismus, statt sich geschmäcklerisch mit ihm auseinanderzusetzen, halte ich für wichtig, dann ist Höcke als Rechtsextremer anzugreifen, wegen dieser Formulierung. Aber in anderen Punkten muss man dann sehen, will er auch Gewerkschaften zerschlagen? Will er, dass die IG Metall zurückgetrieben wird durch ihre AfD-nahen Gewerkschaftsimitate, die sie versuchen? Oder ist in dieser Frage ein Sinneswandel eingetreten, wie er bei einigen AfD-Leuten durchaus da ist? Also in dieser Frage, denke ich, muss sehr differenziert und gründlich nachgedacht werden. Und da darf uns nicht schrecken, wenn Leute wie Matthias Meissner und andere Leute von den BND-Tankstellen dann den Knüppel der Querfront schwingen, weil es soll ja auf der Straße dazu führen, dass die Proteste erstickt werden. In Frankreich, das war der Anfang meiner Rede,
ist es nicht geglückt. Die Gelbwesten haben sich davon nicht schrecken lassen, sondern die Proteste für die Erhöhung der Renten sind weiterhin auf der Straße. Und in Deutschland ist das noch erst im Anfang. Ja, genau, Putin sagte ja, jetzt nochmal ein bisschen eine andere Richtung, Putin sagte ja auch nach dem Zerfall der Sowjetunion, dachte der Westen wohl, dass wir uns mit ihrem Diktat abfinden, also so hat er das sinngemäß gesagt. Das offenbart ja auch nochmal die Ansicht, also es kommt noch öfter in der Rede vor, aber vor allem an der Stelle offenbart es natürlich, wie fatal es auch war, dass nach 1991. Ja, ich nenne es mal das Denken in Blockkonfrontationen aufrechterhalten wurde, auch gerade, also dass der Westen das eben auch gerade mit gefördert hat. Und ich glaube, wir werden auf keinen Fall zum Frieden kommen, wenn westliche Regierungen, eben vor allem voran die Bundesregierung, sich nicht aus der Logik von US-Imperialismus befreien möchte. Oder anders gesagt, ich frage mich halt, wann der Westen überhaupt begreift, dass er Anteil an dieser Eskalationsdynamik hat, nicht nur im Ukraine-Krieg, sondern global gesehen, also auch vorher in anderen Kriegen. Eine Frage, die du angerichtet hattest, die ich auch beantworten soll. Ja. Ach so, naja, also erstmal ein bisschen Vorsicht im Umgang mit dem Wort der Westen. Ich bin durchaus der Westen, ich höre sehr gerne westliche Musik und tue mich noch ein bisschen schwer mit chinesischer Musik. Ich mag die Filme von Oliver Stone, der auch Westen ist. War mit Pete Seeger, der Eva had a hammer und Sag mir, wo die Blumen sind, geschrieben hat. Okay, die wirtschaftliche und außenpolitische Orientierung westlicher Regierungen. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt in meinem langen Leben gelernt, wie kleine Unschärfen, die uns der Gegner einbimst, zum Beispiel das Wort Nationalsozialismus. Wir hätten viel früher dagegen energischen Protest erheben müssen, dass man das Wort überhaupt verwendet. Denn die Nazis waren weder national noch sozialistisch noch Arbeiterpartei. Aber wir haben das einfach so durchgehen lassen aus bündnispolitischen Erwägungen und etwas zu viel Großmut. Der Westen ist halt die westlichen Werte, ja, sind die Werte der Französischen Revolution. Die haben in die USA ausgestrahlt mit der wirklich wunderbaren Forderung des Rechts auf individuelles Glück. Und die Französische Revolution hat die Gewaltenteilung gebracht, also die Grundlage der, formale Grundlage der Demokratie, der bürgerlichen Demokratie. Und diese Werte gibt es in Russland auch. Wie weit es sie in China gibt, weiß ich nicht. Ich kenne mich in China überhaupt nicht aus. Aber ich weiß, dass Russen von der Französischen Revolution immer sehr beeindruckt und beeinflusst waren. Deswegen ist der Westen auch ein Teil Russlands. Ob das jetzt jenseits des Urals oder in Sibirien noch so gepflegt wird, weiß ich nicht. Aber in Moskau und in Petersburg oder Leningrad spielte das immer eine Rolle. Das kann man bei Tolstoi und Dostojewski und vielen anderen nachlesen. Und das nimmt man auch wahr, wenn man da ist. Ja. Und das ist der Westen im Osten, wenn man so will. Ja? Oder der Westen östlich von uns. Und diese westlichen Werte der Französischen Revolution werden in den USA von den Eliten der Hillary Clinton und des Joe Biden mit Füßen getreten. Sie haben wirklich in vielen Fragen überhaupt nicht mehr die Gewaltenteilung, sondern es kann nur noch US-Präsident werden, wer zumindest einen Großteil des Börsenkapitals hinter sich hat. Das ist nicht der Gedanke der Französischen Revolution. Also alle, die dort bisher angetreten sind, gut, der Trump war ein unerwarteter Schönheitsfehler, ich will den jetzt auch nicht belobigen oder so, aber er ist in quasi, sie hatten fest geglaubt, dass die Clinton gewinnt, da durchgelaufen, wenn man so möchte. Aber er hat ja auch sein Kapital gehabt, wenn das auch zum Teil gefaktes Kapital war und so, mit dem er angetreten ist. Ist jetzt wirklich niemand, dem ich so mein Herz schenken möchte. Aber er hat keinen Krieg angefangen, das muss man auch wieder sehen. Aber die Truppen, die bisher dran waren, Clintons, der George Bush Senior und Junior, und andere, vielleicht mit
einer gewissen Ausnahme von Kennedy und vor allen Dingen Robert Kennedy, hatten eigentlich immer, auch Kennedys hatten natürlich Börsenkapital, aber sie hatten immer das klassische Börsenkapital hinter sich. Das gendert gerne, das ist auch gerne Fridays for Future, das ist auch gerne MeToo, das ist auch gerne bei antirassistischen Protesten. Ist gerne links, wenn es bequem ist, sage ich immer. Ja, dort, wo es nichts kostet, aber hat mit den Gewerkschaften und der organisierten Arbeiterbewegung, mit der Kommunistischen Partei der USA, mit denen, die die Friedensbewegung eigentlich im Kern immer ausgemacht haben, überhaupt nichts am Hut und bekämpft sie so gut sie kann. Und der Trick besteht jetzt darin, wie kann ich bestimmte pinke, grünliche Elemente, so wie bei uns, gegen die klassische antiimperialistisch gewerkschaftlich orientierte Linke wenden. Das ist der Trick. Und der Trick findet bei uns statt und der ist bei denen schon eigentlich noch weiter gediehen. Ja? Und das ist für viele dann hier das Vorbild. Das hat Putin mit seiner Rede ganz gut angesprochen, glaube ich. Das hat er gut angesprochen. Ich will auch auf die verschiedene, die Frage des Satanismus, die kann dann gar niemand einschätzen, weil Rasputin und diese ganze Kultur, die hatten wir nicht. Also ich wüsste nicht, wo in den letzten 200 Jahren ein Mönch mit Rasputins Aussage eine Rolle gespielt hätte und so. Das ist da bei denen, hat das eine andere Tradition. So ist das ja immer. Bei uns gibt es auch Dinge, die eine andere Tradition haben. Aber wesentlich hat er das angesprochen. Was mich stört in seiner Rede, ist, dass er alle, dankenswerterweise, alle großen demokratischen Kulturen, die jüdische, den Buddhismus, die Islam, also die Religion, sehr offen anspricht und sagt, ja, die gehören zu Russland. Das erinnert mich so ein bisschen an die, wie ich finde, kühne Aussage, die ich immer noch verteidige von Christian Wulff. Der Islam gehört zu Deutschland damals, wofür er viel Schläge einstecken musste, vielleicht auch deswegen zurücktreten musste, vielleicht auch wegen seiner impliziten Bankenkritik. Das ist schon so. Nicht der Islamismus gehört zu Deutschland. Aber es muss hier eine Pluralität geben. Das kündigt hier Putin sehr klug an. Aber warum fehlt der Marxismus? War 1917 so ganz abseits von Marx, Engels, Lenin und anderen, auch Plechanow? Oder gehört das nicht dazu? Also ich Das hätte mir ist hier eine gute Frage, vor allem weil er ja auch immer diesen historischen Bogen macht, ne? Und so sehr an russisches Bewusstsein, so ähnlich hat er es zumindest genannt, und die Kultur irgendwie appelliert. Und ich glaube, dass auch sogar 1917 gefallen ist, das Jahr in seiner Rede, wenn ich mich richtig erinnere, aber dass eben wirklich überhaupt keinen Bezug zur marxistischen Theorie irgendwie hatte oder er das überhaupt nicht angesprochen hat. das ist ja zur Praxis vor allen Dingen. Weißt du, es ist ja so, ich habe das vielen meiner Freunde in den letzten 2 Tagen gesagt und dann sagten die immer, ja, aber der muss ja nicht jetzt alle Feinde noch mit Vorurteilen befeuern, indem er Marx, Engels und Lenin nennt. Wobei wir natürlich wissen, dass ein Mensch den Bertolt Brecht als verdienten Verbrecher des Volks bezeichnet hat, nämlich Josef Stalin, in den letzten Jahren in Russland eine erhebliche Aufwertung, ein Upgrade erfahren hat. Also mit Stalin habe ich vergleichsweise wenig am Hut, ja. Mit Lenin habe ich viel mehr am Hut und sehe auch Unterschiede. Die kann ich auch, glaube ich, theoretisch und praktisch nachweisen. Erhebliche Unterschiede. Aber wenn gleichzeitig die Kommunistische Partei Russlands, also Dschuganow, ihn im Wesentlichen unterstützt, dann zählt das Argument nicht, er wolle sich jetzt nicht noch zusätzliche Feinde schaffen, indem er Marx erwähnt, weil jeder weiß, die größte Oppositionspartei des Landes, die wahrscheinlich sogar durch Putin selber um ihren Wahlsieg vor vielen Jahren betrogen wurde, durch eine Wahlmanipulation. Wahrscheinlich wäre Dschuganow siegreich gewesen. Und Dschuganow hat die Größe, den, der ihn eigentlich um seinen Wahlsieg betrogen hat, nämlich Putin, zu unterstützen. Und von Dschuganow und der Kommunistischen Partei stammt der Antrag in der Duma, die Volksrepubliken anzuerkennen. Und Dschuganow stützt jetzt auch diesen Angriff als einen
Verteidigungsangriff und Verteidigungskrieg, nachdem weit über 10.000 russisch sprechende Menschen in den Volksrepubliken ermordet worden sind. Ja, also diese 8 Jahre, die kommen ja auch hier überhaupt nicht vor, ne? Was mich auch selbst sehr, sehr trifft, weil ich selbst Leute kenne, die im Donbass gelebt haben. Hierzulande oder in Putins Rede? Hierzulande. 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 Dass diese 8 Jahre überhaupt nicht vorkommen, oder wenn, dann waren es immer nur russische Separatisten, die dort Menschen abgeschlachtet haben. Weil ich kenne ja selbst Leute, die dort gelebt haben und dann nach Russland geflohen sind, weil es eben gerade von Seiten des Azov-Regimes einfach extremen Terror gab. Und diese, ich weiß nicht, diese Zweischneidigkeit, die wird hier überhaupt gar nicht thematisiert. Und da frage ich mich auch, ja, okay, irgendwie ist man hier nicht an Aufklärung interessiert oder an, ja, objektiver Berichterstattung, weil es kann nicht sein. Ich habe das ich habe das ja in dem Lied, was ich mit Michael Letz und Philipp Hoffmann und Hartmut König gemacht habe, und dem Video, was wir auf Weltnetz haben, ja angesprochen. Man fragt sich wirklich, wie solche hochbezahlten Journalisten, wir haben dann ironisch angeführt, weil ihr Job ihnen am Herzen liegt, verschweigen sie die Wahrheit. Das stimmt ja nicht. Sie würden ja ihren Job behalten, wenn sie nur mal vorsichtig gesagt hätten: Wir haben verstanden, dass diese Leute mit SS-Runen rumlaufen. Wir haben verstanden, dass die wirklich gewütet haben mit Mörsergranaten und Scharfschützen in diesen Volksrepubliken. Wir haben verstanden, wie eine Überschallrakete Dark Eagle auf den Kreml wirken muss, die in 90 Sekunden von der Ukraine in Moskau landet, wo es keinen Rückschlag mehr gibt. Also keine Drohung, wir schlagen zurück, wo es nicht mal mehr einen Bunker gibt, den man aufsuchen kann. Raketen vor einer Atommacht, wieso macht man das? Ich verstehe es nicht. Das ist so ein Wahnsinn einfach. Das ist genau der Punkt. Diese Journalisten wissen eigentlich, und das ist der Zynismus, sie haben nicht mal ein Risiko. So ein kleiner Journalist, der jetzt irgendwo in der Fuldaer Zeitung oder in der, was weiß ich, Buxtehuder Nachrichten schreibt, der könnte seinen Job verlieren. Die schreiben es aber eher als Klaus Kleber, Marietta Slomka und dieser Ingo Zambroni und Oliver Welke, der könnte es ja unter dem Deckmantel der Satire mal ansprechen. Aber selbst das machen die nicht. Nicht mal das machen sie. Und das, man muss das ja schon, man muss es ja gar nicht zu seinem Standpunkt machen, sondern nur als Erwägung. Und das disputativ mal dem geneigten Endverbraucher, also dem Zuschauer oder Zuhörer, zur eigenen Meinungsbildung geben. Nein, es wird hineingepresst in die Köpfe, dass der Russe einfach, ja was denn, immer Krieg will, weil in seinen Genen Krieg liegt. Deswegen hat er wohl auch Deutschland 1939 angegriffen. Deswegen hat er schon Frankreich angegriffen, Napoleon angegriffen. Was ist denn der Grund? Ich meine, wir haben zwei große Imperative. Also mein Leben, das muss nicht deins sein. Aber mein Leben hat einmal die ermordeten Jüdinnen und Juden. War mit Fritz Bauer einigermaßen gut bekannt. Heinz Düks, der die Voruntersuchung zum Auschwitz-Prozess geführt hat, der die Pulsadern versucht hat aufzumachen, wo er zum Glück gerettet wurde, war eine Zeit mein Schwiegervater. Ich bin von NPD-Ordnern im Kantatesaal 67 mit Baseballschlägern malträtiert worden und ins Krankenhaus gekommen. Für mich sind die 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden ein Imperativ, selbst wenn es berechtigte Kritik an der israelischen Regierung gibt. Bin ich da vorsichtig? Ich habe in der Fraktion Kompromissformulierungen empfohlen, als ich in der Bundestagsfraktion der Linken. Aber die 27 Millionen ermordeten Sowjetmenschen sind genauso ein Imperativ für mich. Und wenn ich das eine tun muss bei Israel, weil es der Staatsräson von Springer und der Staatsräson dieser pinken Regierung entspricht, und im anderen Falle es nicht tun darf und nicht wenigstens zur Erwägung bringe,
dass Wladimir Putins Vater Wladimir Putins Mutter aus einem Leichenberg in Leningrad gezogen hat und wieder beatmet hat. Die war schon klinisch tot. Was das bedeutet, wenn Sie SS-Runen sehen und die NATO an den russischen Grenzen. Wenn ich das nicht wenigstens in dem Blick des anderen sehe, dann habe ich nicht verstanden, wie Politik funktioniert und wie bestimmte Politiken auf Staaten, die immer benachteiligt wurden, immer ausgeplündert wurden, immer angegriffen wurden, funktionieren. Selbst wenn das eine Paranoia von Putin wäre, erwähnt werden müsste sie. Ja, man muss es ja selbst irgendwie nicht teilen oder sagen, hey, ja, wir bedrohen doch Putin gar nicht, ja, okay, aber wenn es so ankommt bei einer Atommacht, dann muss man natürlich damit umgehen oder das zur Kenntnis nehmen und Auch bei einer Nicht-Atommacht. Es gibt ja eben auch Völker, die sind keine Atommächte, das stimmt. die man genauso respektieren sollte. Respekt vor den Völkern ist eine Grundbedingung des Humanismus. Genau, der andere große Teil war, in der Rede war, boah, ich war es für mich die ganze Zeit. Genau, also ein anderer Teil war, die Referenten in der Ostukraine. Das hat ja großen Teil der Rede auch eingenommen. Putin hat ja deutlich gemacht, dass er alles tun würde, um diese annektierten Gebiete, so nenne ich es jetzt einmal mal, zu verteidigen. Hat er damit auch oder will er damit auch sein zukünftiges Handeln legitimieren? Also es hat ja wahrscheinlich im Hinblick auf den weiteren Kriegsverlauf, also spielt das wahrscheinlich eine große Rolle. Genau, wie siehst du das? Naja, dass für die wohlfeilen Qualitätsjournalisten schon klar, es waren Scheinreferenten und man hat auch gemerkt, es gab diese Sprachregelung, keiner darf davon reden, ohne das Wort Scheinreferent mindestens dreimal in einer Nachricht gesagt zu haben. Das heißt dann andersherum, wenn die Referenten nach westlichen Standards, die ja auch, wie wir wissen, nicht immer vorbildlich verlaufen. Der Einfluss des Militärs auf die brasilianischen Wahlgänge liegt uns direkt ja vor Augen. Gegolten hätte, dann wären die Referenten anders ausgegangen. Der wahre Hintergrund ist, dass alle die Journalisten, die von Scheinreferenten reden, wissen, dass die Referenten so oder so so ausgegangen wären. Ob die mit gläsernen Urnen oder mit schwarz angestrichenen Urnen. Das wäre wahrscheinlich kein großer Aufwand gewesen, wenn man die Urnen mit schwarzem Spray eingefärbt hätte. Ob die jetzt so oder so gewesen wären, die Mehrheit der Menschen dort ist dafür, dass Russland sozusagen die Schutzmacht für sie wird, weil sie über fast 10 Jahre Opfer waren. Das ist mit Scheinreferenten oder nicht Scheinreferenten, das Ergebnis wäre genau das gleiche gewesen, vielleicht 3% mehr oder weniger oder so. Das liegt auch ein bisschen daran, was in der Krim, wenn man dort ein weiteres und ein drittes und ein viertes Referendum gemacht hätte und dort eine Volksbefragung, hätten die immer sich für Russland entschieden, alleine weil die Renten viel, viel höher sind für die älteren Menschen und es leben nun auch viele ältere Menschen dort als in der Ukraine. Also da gibt es ganz materielle Gründe, die man einfach ins Feld führt. Die habe ich von keinem Journalisten gehört. Also nicht mal die Mühe zu machen. Was sind die Motive, warum die Leute so abstimmen? Sind die nur für die russische Sprache, was man verstehen könnte? Sind die nur für die russische Kultur, was man verstehen könnte? Sind die nur dafür, weil sie Putin sympathischer finden als Selenskyj, was man sehr verstehen könnte? Oder sind es auch vielleicht Rentenaspekte und materielle Aspekte? Das wäre ja interessant für den geneigten Endverbraucher zu erfahren. Aber selbst das lässt dieser Qualitätsjournalismus nicht einmal zur Erwähnung gelangen. Also ich glaube, dass Putin
das gemacht hat, was von Anfang an, auch schon bevor er einmarschiert ist, ihm unterstellt hat, dass er diesen Bereich dort will. Dafür hat die NATO alles getan. In unserem Lied meinst du immer noch, die Russen wollen keinen Krieg. Auf Weltnetz haben wir ja auch die These aufgestellt, dass Putin durch den CIA, die CIA in diesen Krieg hineingedrängt wurde. Man kann sagen, hineingelockt wurde. Man kann aber auch sagen, hineingezwungen wurde. Dazwischen ist bestimmter Interpretationsspielraum. Es gibt Leute, die sagen, er konnte gar nicht mehr anders. Dazu zählen wir nicht, die wir das Lied gemacht haben. Wir sagen, er hätte anders gekonnt, aber es gab sehr drängende Gründe, die mit der Beschießung der Volksrepubliken in den letzten 4 Wochen vor der Duma-Entscheidung, bevor er seine Unterschrift unter die Anerkennung der Volksrepubliken gesetzt hat, nochmal gefördert und befeuert wurden. Also das ist die These, die in dem Lied sozusagen als Subtext mitschwingt. Aber im Wesentlichen die Schuld der NATO, die Schuld des Pentagon an diesem Krieg runterzuspielen, ist nicht unsere Sache, sondern hier liegt ein Teil des Gesetzes des Handelns. Und bei Putin war mehr reagieren. Also was ich bis heute nicht begreife, ist, aber ich bin kein Militär, warum da Kiew angegriffen wurde, warum der Flughafen da besetzt wurde, ob das alles nur ein Scheinmanöver war, das sagen mir gut eingeweihte Militärkenner. Ich kann das alles nicht nachvollziehen. Ich kann jedenfalls verstehen, und das ist der Antrag der Kommunisten in der Duma auch gewesen, warum die Volksrepubliken dort eines besonderen Schutzes bedurft haben, nachdem, und das ist das, was wir von den Qualitätsjournalisten in den letzten 96 Stunden nicht ein einziges Mal gehört haben. Selenskyj mit allen seinen Äußerungen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, mit seinen tollen Selfies, die er auf den Trümmern des Donbass angekündigt hatte, etc., etc., nachdem Selenskyj das Minsker Abkommen, das unter erheblichem Anteil von unserem heutigen Bundespräsidenten Steinmeier zustande gekommen ist, als er noch Außenminister war, völlig mit Füßen getreten hat. Denn im Minsker Abkommen steht, dass die Volksrepubliken nicht angegriffen werden. Und Selenskyj hat sie nicht nur angegriffen, er hat die NATO um Beistand in seinem Angriff gebeten, sogar mit Atomraketen. Und er hat gesagt, ich werde auf die Trümmern der Volksrepubliken meine Selfies machen. Also dies waren die Angriffe auf das Minsker Abkommen. Das Minsker Abkommen wurde genauso wenig ernst genommen wie die Ankündigung von Genscher und anderen, dass die NATO nicht an die russische Grenze rückt. Wenn der Westen immer wieder wortbrüchig wird, dann kommt irgendwann der Punkt, wo Putin sagt, ich trete zurück oder ich setze die Volksrepubliken unter einen besonderen Schutz. Einen dritten Weg hat er schwerlich. Ja, vor allem auch zu glauben, man könnte die Ukraine irgendwie schon die ganzen Jahre vorher in die militärischen Strukturen der NATO mit einbinden. Also war ja nicht on paper in der NATO. Ist sie ja bis jetzt nicht, aber trotzdem muss man ja irgendwie damit rechnen, dass das eine Reaktion auslöst. Genau, dann danke ich dir sehr für den kleinen für die kleine Analyse der Rede. Und genau, alle, die sich die jetzt nochmal anhören möchten, wir verlinken die oder hängen sie hier an das Video mit ran. Die ist ja doch etwas länger. Wir wollen Vorfreude machen auf das wirklich hochspannende Gespräch, auf das ich mich sehr persönlich freue, zwischen Sabine Kebier und Andreas Wehr, das in den nächsten Tagen stattfinden wird, wo vor allen Dingen auch mehr auf marxistisch-theoretischer Grundlage ein Imperialismus- und möglicherweise auch Faschismusbegriff herausgearbeitet werden soll, mit dem wir künftig etwas angstfreier und intellektuell beweglicher umgehen können. Genau, das Gespräch kommt auch in Kürze. Das hier war nur so ein kleiner Teaser, wenn man so möchte. Vorgedeckt. Genau.